die Krankheit war dabei, mich umzubringen. Also habe ich mir ihren Körper genommen. Was ist das für eine Musik? Oh nein. Ich habe in ihrem Körper weitergelebt. Das ist in Ordnung, stimmt's? Denn wir sind doch schließlich Freunde. Sie gab mir ihren Körper. Denn wir sind Freunde. Also sollten wir heute wieder zusammen spielen. Nicht wahr, Viola? Oh Gott. Gänsehaut! Renn. Mädchen ohne Unterleib. Gib ihn. Will ich dann speichern? Nein, ich will mich dann nicht speichern. Nicht jetzt. Wow. Ah, ich hasse das Ende. Nein. Oh Gott. Ich hasse das. Oh, setzen. Ich muss direkt losrennen. Oh mein also, Gott. Manchmal, ne? In solchen Spielen habe ich so das Gefühl, ich sollte die Finger wegnehmen von der Leertaste. Also Harold, so nebenbei. Wie geht's dir? Ganz gut, ganz gut. Schönes Wetter heute, oder? Scheiße. Oh, weißt du, was ich überraschen kommen würde? Was? Alter 4. Also das Alt liegt direkt in der Leertaste, also manchmal, ne? Harold, das letzte Mal so. Er ist nur so weit gekommen, so rennt raus und Mama. Und dann hier hat er die Tastatur weggeschmissen und hat gesagt, übernimm du! Nein! Ich geh nach rechts. Warum? Weil hier dieses elendes Messer erhalten. Ich wusste es. Ellens Messer. Das ist ein anderer. Das ist ein alternatives Ende als das von damals, weißt du noch? Ich hab gesagt, wir müssen hier zu diesem Schrank. Mhm. Ah. Aber was machen wir mit dem Messer? Ich weiß es nicht. Vielleicht musst du es nehmen und dann rauslaufen? Komm mir hinterher, das ist ja das Ding. Ja, aber du kannst dich vielleicht austricksen und einmal um das Ding rauflaufen. Wo kann das doch mehr? Einmal um die Vase rauflaufen, oder? Ja. Und du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Ich ohne Beine so schnell rennen kann. Kriechen. So, das Messer hast du. Ist das ein alternatives Ende? Dass der... Also der Vater hat ja am Ende eine Shotgun, ne? Danke, dass du gespoilert hast. Das ist das andere Ende. Das ist ein anderes Ende hier jetzt. Von daher. Ich kann nichts lesen, ich sehe nichts. Schwarzbild. Schwarzbild? Wieso? Ich sehe... Ja, es laggt, es flackert. Es tut mir leid, dich gestern angeschrien zu haben. Man erzählt sich eine Legende, dass eine Hexe hier im Wald leben und verirrte Kinder entführen würde. Deine Freundin wohnt ziemlich in der Nähe des Waldes, also habe ich mir Sorgen um dich gemacht. Das sie ist deine ja Deine Freundin heißt Ellen, oder? Es ist... Okay. Wir haben das Messer von Ellen. Mhm. Das heißt, ich glaube nicht, dass am Ende jetzt der Vater auftauchen wird. Sondern wir müssen sie... Oder müssen wir das Messer holen? Warte, pass mal auf. Wir haben das... Nein. Wir kommen nicht rein. Alter, es flackert bei mir so sehr. Ich kannst du kurz Pause machen, Bildschirmübertragung aus und anmachen. Okay, gut, ich pausiere kurz die Aufnahme, ganz kurz. So, und weiter geht's. Oh, Schwarzbild. Jetzt wieso ist jetzt alles auf Englisch?
Es, bei mir verkackt gerade alles. Bei mir nicht anders irgendwie. Es ist nicht alles auf Englisch. Was soll man jetzt noch machen? Musst du vielleicht wieder hoch? Das ist jetzt das alternative Ende. Musst du jetzt gleich wieder hoch? Schau dir das Haus an, ich werde da nicht reingehen. Oh, shit. Warte, links, vielleicht geht es links lang. Rechts. Es geht ja, es ist ja noch nicht zu Ende, solange die Hexe noch lebt. Und als du rausgegangen bist, ist sie immer langsamer geworden. Allens Haus. What? Jetzt steht da. Allens Haus steht da jetzt. Vielleicht muss jetzt wirklich wieder rein. Vielleicht ist es jetzt wieder normal. Ich kann nicht reingehen. Wähl mal das Messer aus. Nee, warte, Brief. Da sind zwei Briefe. Ist das normal? Der erste ist von ganz Anfang an. Okay, okay. Und das andere? Ja, es ist in Ordnung, wenn du sie besuchen willst. Bleib einfach vom Wald weg. Ich hoffe, du bist bald wieder zu Hause, Papa. Okay. Das war der erste Brief. Ja, das ist der zweite. Und wir sollen vom Wald wegbleiben. Wir können ja nicht zurück. Gegenstand. Ja. Siehst du das kleine Fläschchen? Medizin. Ja, die Rosen. Ah. Oh. Sag jetzt nicht, es kommt wieder das ganz stumpfe Ende. Wozu haben wir dann das Messer geholt? Moment. Okay, was war das? War ein Blitz. Das. Hi. Gib. Vergiss es. Ich hab ein Piepen im Ohr. Es war nicht das ganz stumpfe Ende. Ich liebe dieses alternative Ende. Okay. Vergiss es. Wie lange willst du... Was steht da? Nochmal, dieser Kampf wird abgestorben sein. Sie blinzelt noch. Aber könnt ihr es vorlesen? Ich sehe nichts. Grieb zu. Huh? Gib zurück? Hä? Gib Nö. Zurück? Das Messer vielleicht. Huh? Gib zurück? Nö. Punkt. Der Körper tut mir nicht weh. Du bist die Hexe! Du hast ihn mir doch schließlich gegeben. Wieso sollte ich ihn zurückgeben? Schmarrn? Warte! Oh mein Gott. Viola? Fragezeichen? Oh verdammt. Ich habe dir so leid getan. Ich konnte nicht einmal mehr das Bett verlassen. Deshalb habe ich einen Zauber eingesetzt, um unsere Körper zu tauschen. Ich sehe nichts. Ich nur für einen Tag? Hehe, das habe ich wohl gesagt. Ich war überrascht, dass du mich mit meiner eigenen Kraft eingesperrt hast, aber ohne Erfolg. Schließlich ist es mein Haus, richtig? Holy shit, das andere Ende ist ja ganz anders, ne? Ich will mich nicht einfach so töten. Das Haus hat mich die ganze Zeit geführt. Ich hab dich geführt! Ich meine, also konnte ich sicher entkommen. Ist es denn tot? Noch ich sehe nichts. Nee, noch nicht tot? Ich bewundere deine Ausdauer. Ach, kann es sein, dass Harold gerade eine Nachricht gekriegt hat? Machst du dir Sorgen um deinen Vater? Ich sehe nichts. Oh, richtig. Du und dein Vater, Viola, ihr seid eine enge zweiköpfige Familie. Das hätte ich jetzt auch noch gepackt.
Die Erinnerungen liegen in deinem Körper. Es ist ein netter Mensch. Ein Jäger, hm? Und er hat dir sogar diesen Brief hier geschrieben. Was für ein guter Vater. Ist ja nichts. Ach, mach du dir Sorgen darum, was passiert, wenn du weg bist? Es wird alles in Ordnung sein. Ich werde ihm Violas Liebe geben. Und ich werde mir auch ihren Anteil der Liebe nehmen. Also, Viola? Der Vater. Lieber Vater, ja, geht es dir gut? Hast du dir wehgetan? Was zum... Warum? Sag jetzt nichts. Sag jetzt nichts. Nein. Ich sehe nichts. Bleib weg, du Monster! Nein! Tu es nicht! Holy fucking shit. Guck mal. Sie hat gelacht! Oh Gott! Ich hab's nicht gehört. Man hat's gesehen. Gekichert. Ende. Oh Gott. Das war das zweite alternative Ende. Du warst die ganze Zeit die Hexe. Beim ersten Mal ist man nur rausgerannt. Der Vater kam. Und das Mädchen hat einfach Hilfe gesagt und das verfolgende Mädchen wurde getötet. Oh, die Katze. Ja, und wir dachten, jetzt ist der Vater weg. Mhm. Und der Vater hat sie einfach erschossen. Ende. So, mehr war da nicht. Ja, wir dachten, er hat sie gerettet, aber in Wirklichkeit waren wir die ganze Zeit die Hexe. Meine Fresse. Dass das alternative Ende so hart wird, hätte ich nicht erwartet. Dass es so abschweift von dem normalen Ende. Ist so. Diese eine kleine Information, ne? Ganz beim Anfang. Das hatte ich beim ersten Mal so, im Nachhinein ist mir das eingefallen. Die ganze Zeit waren wir die Hexe. Na, irgendwas vom Körpertausch und dies und das haben wir mitgekriegt gehabt. Ja, wir dachten, ja. Die Hexe wollte unseren Körper haben. Wir hatten das aber schon. Holy shit, Alter. Kranker Scheiß. Ja, kranker Scheiß. Noch ein paar letzte Worte irgendwie, um das Let's Play abzurunden. Ein Fazit. Obwohl ich das Spiel schon durchgespielt habe mit dir und meiner Schwester. Warte, Fazit. Irgend so ein Spruch aus dem Auswitchers, warte. Also fass niemals die Uhr an. Never. Ever. Also das erste Mal haben wir über 9 Stunden gebraucht, um das Spiel durchzuspielen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gebraucht haben. Wir haben die Nacht durchgespielt. Die gesamte Nacht. Ja. Ja, wir sitzen hier immer noch im Dunkeln. Die Sonne ist mir wieder untergegangen. Oh, das war einfach nur... Ich habe das Spiel schon durchgespielt, aber es hat trotzdem noch... Es war ein heftiges Erlebnis, es einfach nochmal zu spielen. Und ich hoffe, es gibt ein drittes alternatives Ende. Ich werde es rausgoogeln, falls es eins gibt. Ich werde mir aber nicht spoilern lassen. Dann setzen wir uns nochmal zusammen und holen uns das dritte alternative Ende. Den Spielstand haben wir ja noch. Eine Sache haben wir verpasst. Wir waren noch nicht auf dem Dach. Man kann aufs Dach? Wie waren wir nicht auf dem Dach? Vielleicht im Zimmer vom Mädchen. Vielleicht konnte man da aus dem Fenster steigen. Wir haben ja direkt das Tagebuch genommen und dann haben wir auch direkt gespeichert. Ich war irgendwie auf dem Dach, ich muss sagen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Also hat die Hexe den Frosch getötet? Sozusagen. Kann man das dann akzeptieren? Das sind wir. Aber wir haben das getan. Und die Kinder auch. Wir haben den Frosch verletzt. Und die Kinder sind auch tot.
Na gut, ich beende dann mal die Aufnahme. Das. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, es war nicht zu hart. Die waren die ganze Zeit nicht böse. Ich habe so gut wie nie Kommentare unter meinem Video stehen. Jetzt werden Kommentare stehen wie Pussy und Stuff und sonstiges so tausendfach und ich denke mir so, wo kommen diese ganzen Menschen her? Oh, ich fange schon mal an damit. So, ich muss okay. Jetzt erstmal gleich Folge 3 hochladen. Ich muss gucken, wie viel Material wir jetzt überhaupt haben. Ich glaube, drei Folgen. Zwei, drei Folgen haben wir jetzt bestimmt nur aufgenommen. Ich weiß es nicht. Na gut, dann danke fürs Zuschauen. Boah, wenn ihr noch mehr von solchen RPGs Stuff sehen wollt, schreibt mir etwas in die Kommentare im Sinne von, hier, ich habe was gefunden. Du meinst die drei Leute? Jan, ich und Thorsten. Vielleicht ist ja jemand dazugekommen, ich weiß es nicht. Und schreibt Kumar, hier, schau dir das mal an, vielleicht gefällt es dir. Vielleicht deine Mom. In die Kommentare. Ach, Jana, willst du noch was sagen? Meh. Armer Frosch. Ja. Okay. Schlusswort. Fass niemals die Uhren. Never. Na gut. Schönen Tag noch. Und... opfert niemals den Frosch. Nein. Never. Never. Ciao.